Kann es sein, dass auf einmal über 30 Prozent die SPD wählen? Wie kann es sein, dass diesmal kein Softwarefehler aufgetreten sein soll? Und wie kann es sein, dass die Hochrechnung von ZDF ARD die ganze Zeit von den Hochrechnungen, die man online finden konnte, beispielsweise von Landeswahlleitern, abgewichen sind? Ein Wahlbeobachter packt jetzt aus und ich kann dir sagen: Diese Wahl hier, das wäre der perfekte Kandidat für eine Wiederholung. Manche gehen sogar so weit, dass sie überhaupt nicht nachvollziehen können, wie diese dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Andere wiederum sagen: Hey, das war doch ganz normal. Da haben halt alle Altparteien die SPD gewählt und deswegen freuen wir uns natürlich als erstes Mal, dass die Grünen rausgeflogen sind. Und was der Wahlbeobachter und vor allen Dingen unsere Wahlbeobachter zu sagen haben, das wird dir die Spucke wirklich weghauen. Ich sage dir jetzt schon: Es ist meiner Meinung nach die schlimmste Wahl, die ich in diesen letzten 10, 20 Jahren erlebt habe. Warum ist auch klar? Weil wir irgendwie das Gefühl haben, dass hier irgendwas der merkwürdig ist. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? in den aktuellsten Umfragen vor dieser Wahl haben teilweise 70% Prozent die AfD als ganz klaren Wahlsieger gesehen. Das muss man als erstes mal dazu erwähnen. Dann gab es natürlich auch noch die Situation, dass die AfD auch weit vorne war. Das heißt, wir hatten einen riesen Abstand zwischen SPD und AfD. Und wisst ihr, was mich jetzt tatsächlich, bevor wir uns mal so ein bisschen die Beweise ansehen, was hier so ein bisschen falsch gelaufen sein könnte, da muss ich doch ganz ehrlich gestehen, dieses Argument, naja, die Altparteien haben halt die SPD alle gewählt, das kommt mir irgendwie zu kurz. Warum? Weil diese Strategie in Anführungszeichen, die ja schon sehr erbärmlich für die Altparteien ist, aber naja, selbst die grüne Spitzenkandidatin hat am Schluss nur noch Wahlkampf gegen sich gemacht, ne? Also bloß das Kreuzchen nicht bei mir setzen, das war wirklich ein Originalzitat, muss man dazu sagen, das kommt mir irgendwie sehr merkwürdig vor, weil das war ja nicht irgendwie Wochen. Vor dieser Wahl, sondern das waren so ein paar Meinungen, das hast du vor drei Tagen gehört. Also, ich sag mal so ein, zwei, drei Tage vor dieser Wahl haben die sich dazu geäußert, dass sie sich eben zusammentun möchten gegen die AfD. Und jetzt auch da in dieser Richtung frage ich dich für einen Freund: Wie will bitte schön jemand ein, zwei Tage vorher alle Menschen in Brandenburg erreichen, allen Menschen machen, hey, geh bitte zu Wahl? Ohne. Wähl bitte nicht die Grünen, sondern wähl die SPD. Hauptsache eine demokratische Partei. Also auch da war nämlich sehr merkwürdig, dass komischerweise die SPD die ganzen CDU-Wähler äh, dazu bekommen haben soll. Also CDU und SPD. Wir reden hier von einer Partei, die eigentlich überhaupt für gar nichts steht, nämlich die SPD. Das ist so eine gesichtslose Partei für mich. Und wir reden über die CDU, die jetzt die AfD kopiert, also alles andere als die SPD-Position besitzt. Also auch da bin ich mal gespannt, wie das jetzt klappen soll mit der Regierung, weil, und das haben die wenigsten mitbekommen, der CDU und der SPD fehlen ganze Einplätze, also ein Platz, um die GroKo aufgestellt zu bekommen. Das ist natürlich ärgerlich. Ne? Wahrscheinlich kommt dann doch noch irgendwie ein Softwarefehler und hilft nach, würden böse Zungen, behaupten wir natürlich niemals. Und deswegen schauen wir uns doch mal an, was macht eigentlich die FDP? Naja, die kriegt erstmal die Teilnehmerurkunde dafür, dass sie teilgenommen hat. Ne? Dabei sein ist alles. Ich meine, sie haben 0,8%, also äh, fast so viel wie die Tierschutzpartei, die hat nämlich 2%. Kassiert. Also toll gemacht, Herr Lindner. Sie werden auch bei der nächsten Bundestagswahl wahrscheinlich rausfliegen. Das, was ich persönlich jetzt von den Wahlbeobachtern auch gesagt bekommen habe, spiegelt leider ein düsteres Bild wieder. Weil wir haben ja einmal Wahlbeobachtungen, wenn es um die Wahllokale an sich geht. Und da auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du wählst. Also bist du Wahllokalfan oder machst du Briefwahl? Weil komischerweise hat die Briefwahl wieder mal das Ruder komplett rumgerissen. Nicht nur, dass die Wahlbeteiligung da anscheinend gigantisch war, sondern tatsächlich auch alle haben irgendwie gegen die AfD gestimmt. Da haben sie nämlich nur 17 Prozent. Oder frage ich dich an dieser Stelle, äh, kann man nicht bei so einem wichtigen demokratischen Prozess einfach mal ins Wahllokal latschen und dort sein Kreuzchen machen? Also, das sind ja nicht alles irgendwie gehbeschränkte Menschen, die nicht gehen können. Das mag es natürlich auch geben. Aber auch da, ne, wenn sie doch so lupenreine Demokraten sind, gerade auch die Grünen und SPD-Wähler, ja, dann bitte doch ins Wahllokal gehen. Das ist die fairste Art und Weise, wie gewählt werden kann. So, und der erste Wahlbeobachter, es ist wirklich wieder wie bei Sachsen wie in Thüringen, hat uns einfach mal geschildert, dass die Leute da richtig perplex waren, weil er bei der Briefwahlauswertung dabei sein wollte. Das heißt, das findet momentan oder in den letzten Jahren anscheinend wenig bis gar keine Wahlbeobachtung statt, wenn es um die Briefwahlen geht. Und genau da passiert aber momentan das meiste Schindluder. Also irgendwie kann ich es auch nicht mehr glauben, dass die Abweichungen zwischen Briefwahl und Wahllokalwahl so dermaßen hoch sein sollen. Du etwa? Also, das ist wirklich, wenn es zumindest mal, ich sag jetzt mal, in der Range von 1 bis 2, ich sag mal, vielleicht noch maximal 5% Unterschied liegt. Okay, Na, dann hat man eine breite Masse. Und hat im Endeffekt auch ein bisschen Streuung drinne. Das wäre vielleicht noch hinnehmbar. Aber wir reden hier von knapp die Hälfte fast. Also im Wahllokal so gefühlt 29-30 Prozent und bei der Briefwahl irgendwie 70 Prozent. Und da muss man auch dazu sagen, was mich auch gewaltig stört. Wir haben bei den letzten Landtagswahlen immer wieder auch Prognosen und Hochrechnungen aktualisiert im Stundentakt gesehen. Das heißt teilweise bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts. Und jetzt mittlerweile, ja, da haben viele Plattformen einfach nichts mehr berichtet. Also ich habe um 0 Uhr die letzte Umfrage gesehen. So, und dann war es das mit der Hochrechnung. So, und das, obwohl ja ein Kopf an Kopf Rennen da ist. Und 30%, 31% hier, das war ja die Wahlprognose. Und mittlerweile ist es ja auch bestätigt, dass anscheinend die AfD diesen Ding, äh, diesen Abstand nicht mehr einholen wird. Und gleichzeitig, was mich am meisten schockiert hat, wie einen Moderator, auch so dreist sein kann und die AfD auch noch als Verlierer hinstellt. Ne? Da hat man ja die ersten Interviews, die kommen alle auch noch online auf dem Erfolgskanal oder die Wahrheit, also gerne mal auf den Kanälen vorbeischauen. Und dabei hat aber die AfD mit plus 6,5 den größten Zugewinn und übrigens die Grünen mit 5,8 neben den Linken die absoluten Verlierer. Na ja, CDU, da merkt man eben auch, was eben auf Landesebene so passiert. Da sind die eben von der CDU nicht so überzeugt und ein Wahlbeobachter hat uns auch noch weiß gemacht, also hier beispielsweise auch ARD-Moderator. Das sind so Sätze, da zucke ich ein bisschen zusammen. Ne? Das ist natürlich überhaupt nicht objektiv neutral, wie ein Moderator das sein sollte, sondern er spricht natürlich wieder von irgendwelchen äh, ja, N-Begriffen, die man damals gesagt hat. Also wartet mal ab, bald dürfen wir nicht mehr guten Morgen, guten Abend sagen, weil das hat man damals auch gesagt. Ja und ein Wahlbeobachter, wir haben insgesamt zehn gehabt, die uns da immer wieder auch mit Informationen versorgen. Also auch da, wenn du da noch die weiteren Informationen haben willst, die haben uns immer wieder auch Berichte geschrieben bzw. Nachrichten, dann gerne mal einen Daumen nach oben geben und in die Kommentare schreiben. Dann machen wir noch dazu noch ein separates Video heute. Und er hat auch gesagt, es war schon sehr auffällig, dass eben auch gerade bei der Stimmenauszählung teilweise mehrere Stapel gebildet worden sind. Das ist jetzt nichts Bestätigtes, ne, was mit denen passiert ist, aber er hat sich schon gefragt, weil bei der Auszählung werden ja Stapel gebildet, logischerweise die werden ja auf den Stapel gelegt so und er hat sich gewundert, dass da komischerweise zwei Stapel entstanden sind und dass der Auszähler immer mit neuen Stapeln angefangen hat, obwohl eigentlich bekannt war, dass da äh, oder, oder zumindest eben augenscheinlich, das fand ich interessant, was er da geschildert hat, äh, der Stapel irgendwie ja noch Platz gehabt hätte. Also du weißt ja, wann ein Stapel ungefähr umkippt und wann nicht. Also das fand ich sehr sehr merkwürdig, fand er einfach nur eine Sache, die ihm einfach aufgefallen ist, ob das jetzt Wahl Manipulation, das ist jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt, aber auch da haben wir ja schon einige Stories auch im Internet gefunden, ja, dass man da im Endeffekt dann teilweise eben äh, auch Stimmzettel vernichten äh, könnte mit so einer Strategie. Und deswegen teil dieses Video, schreib deine Meinung zu dieser Wahl in die Kommentare, hast du ein ungutes Gefühl, bist du auch der Meinung, dass da vielleicht nachgeholfen worden sein könnte und wir sehen uns beim nächsten Mal.